Gibt es in deinem Leben einen Bereich, wo du dir wünschst, dass du weiterkommst, aber du kommst zurzeit nicht weiter, du hängst irgendwie fest in einem sogenannten Stuck State? Nun, dann bist du heute hier richtig, wie du dich befreien kannst nach der Methode The Work. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin nicht nur Geschäftsführer des X-Group-Instituts für Gründung, Finanzierung, Geschäftsentwicklung, sondern ich bin auch Professional Coach und habe viele Jahre andere Coaches und Berater ausgebildet. Und eine ganz wertvolle Methode, die ich dort kennengelernt habe, die ich auch anderen vermittelt habe, die darf ich dir heute beibringen, zeigen, wie funktioniert The Work, sodass du dich befreien kannst. Wollen wir nun am Anfang erstmal gemeinsam definieren, wovon es sich überhaupt gilt zu befreien? Und dazu gucken wir einfach mal auf dein Leben ganz am Anfang deines Lebenszeitstrahls, wo du auf die Erde gekommen bist als Baby. Dort gab es zwei Extreme in deinem Leben. Das erste Extrem war, dass in deinem Kopf, in deinem Unterbewusstsein so gut wie keine Fähigkeiten, erlernte Fähigkeiten, so gut wie kein Wissen vorhanden war, sodass du Entscheidungen treffen konntest. Die absolute Leere, eine fast blanke Festplatte, bis auf die vorhandenen Reflexe waren vorhanden. Und das zweite Extrem, was zu diesem Zeitpunkt vorhanden war, für dich war damals noch alles möglich. Es gab keine Grenzen. Du hast alles erforscht, alles angefasst, bist überall hochgekrabbelt, hast mit jedem Menschen Kontakt aufgenommen, hast überall reingebissen, alles angebissen. Das war das zweite Extrem, die absolute Freiheit. Ja, was ist danach passiert mit deiner Freiheit? Nun, du hast zuerst dein Elternhaus kennengelernt, die dir vorgelebt haben, wie man so lebt, was so geht, was nicht geht, was man macht, was man nicht macht. Du hast schließlich auch die Kultur übernommen, deine Sprache, die Essgewohnheiten, ob man sich verbeugt, die Hände schüttelt. Du hast also viele Dinge erworben und gleichzeitig viele Don'ts, das macht man nicht, gelernt. Schließlich bist du dann in die Schule gegangen, wurdest Mitglied in Vereinen. Dort wurde dir noch mehr von Menschen gesagt, die in der freien Welt, in der Wirtschaft vielleicht gar nicht tätig waren, weil sie Lehrer sind. Nachdem die Schüler waren, im Studium gelernt haben, dann wieder in die Schule gegangen sind. Und so wurde dein Kontext, dein Lebensbild noch weiter eingegrenzt. Und die Leute haben dir gesagt, was gut, was schlecht ist. Ob Selbstständigkeit was Gutes, was Schlechtes ist. Ob Geld zu besitzen, was Gutes, was Schlechtes ist. Ob Kapitalist zu sein, was Gutes oder was Schlechtes ist. Dann hast du eine Ausbildung gemacht in irgendeiner Firma. Bei mir war es die Bundeswehr als erstes Unternehmen, was mich geprägt hat. Und dort habe ich noch mehr verstanden, was man macht, was man nicht macht, wie man führt, wie man nicht führt. Und schließlich sitzt du, genauso wie ich, eines Tages in irgendeiner Firma, in irgendeiner Nische, an irgendeinem Arbeitsplatz und du hast dann die Firmenwerte, den Firmenkodex gelernt, du hast die internen Arbeitsanweisungen kennengelernt und dort bist du nun ganz reduziert auf dieses rote Feld und du hast heute eine ungefähre Vorstellung, wie das Leben ist, was du kannst, was du nicht kannst. Nun, und du siehst ganz klar, dass von der Freiheit, die du am Anfang als Mensch hattest, heute nicht mehr viel übrig ist. Du hast eine ganze Menge Vorstellungen, was nicht geht und was du alles nicht kannst, was man nicht darf, was sich nicht gehört. Und diese Werte, die können auf der einen Seite sinnvoll sein, wenn es darum geht, anderen nichts wegzunehmen, anderen nicht zu belügen. Aber auf der anderen Seite, wenn du zum Beispiel, wie ich damals zum Thema Geld, eine Bewertung hattest wie Geld ist schmutzig oder nur erfolgreiche Menschen, die aus erfolgreichen Elternhäusern mit erfolgreichem Kapital ausgestattet worden sind, dass nur die eine Chance haben, auch wirtschaftlich erfolgreich zu sein. Wenn du solche Glaubenssätze hier mitgenommen hast, dich infiziert hast, wir sprechen also tatsächlich von neuronalen Infektionen, nun, dann ist eine ganze Menge heute für dich nicht mehr möglich, was damals als Baby für dich noch möglich war. Und die große Frage ist, wie kannst du dich nun aus dieser Prägung, aus dieser Einengung deiner Herkunftssysteme wieder befreien? Nun, und diese Frage hat Byron Katie damals beantwortet und eine Methode entwickelt, die The Work heißt. Und die erste wichtige Frage, die Byron Katie dir empfiehlt, sich zu stellen, ist folgende. Die erste Frage nach Byron Katie lautet, ist das wirklich wahr? Wenn ich also diesen Glaubenssatz hier mal zitiere, den ich selbst zum Einstieg in meinem Berufsleben hatte, Geld ist schmutzig, nun, dann stelle ich mir die Frage, ist das wirklich wahr? Und jetzt kommst du zu einer Reflexion und kommst zur Entscheidung, ja oder nein. Die zweite Frage nun lautet, kannst du dir dessen absolut sicher sein? Hast du alles überprüft? Hast du dir andere Meinungen eingeholt? Hast du verschiedene Perspektiven eingenommen? Hast du wirklich alles geprüft, bist du absolut sicher? Wenn diese Zweifelspritzen, die du dir in Phase 1 und 2 selbst gesetzt hast,
noch nicht helfen, zu einer neuen Erkenntnis zu kommen, dann empfiehlt Byron Katie die dritte Frage. Die dritte Frage lautet, wie reagierst du, wenn du diesem Gedanken glaubst? Welche Bilder entstehen? Welche Story, welche Geschichten kommen auf deiner inneren Leinwand hoch? Und vor allen Dingen, welche Gefühle entstehen dir und welche Handlungsenergien, welche Motivationen werden freigesetzt oder was wird blockiert? Nun, wenn du dich im dritten Punkt noch nicht über dich selbst ärgerst, dass du alleine durch diesen Gedanken Gefühle bekommst, die dich limitieren, dann schlägt Byron Katie die vierte Frage vor, nämlich, wer wärst du, wenn du diesen Gedanken nicht hättest? Hier bist du eingeladen, komplett einfach mal deinen Raum, dein Gefängnis, dein Gedankengebäude zu verlassen, um dann von außen auf dein Leben zu gucken und zu schauen, was passieren würde, wenn du aus diesem Knast, aus diesem neuronalen Gefängnis, in dem du über die Jahre eingemauert wurdest oder dich selbst entschieden hast, wieder in die Freiheit eines Kindes kommst. Was wäre dann möglich? Im Grunde genommen ist das jetzt auch nichts besonders Neues, was Byron Katie entwickelt hat, denn vor 2000 Jahren hat schon ein sehr weiser Mensch die Empfehlung gegeben, werdet wie die Kinder. Denn dann kann man sich vieles vorstellen, ist im Glauben vieles möglich und man kommt wieder in einen Zustand der Freiheit. Wie geht's nun weiter? Nun, der fünfte Punkt, den Byron Katie empfiehlt, ist eine Umkehrung zu formulieren. Was bedeutet das? Die Umkehrung von Geld ist schmutzig. Die Umkehrung ist entweder, nun, Geld ist nicht schmutzig, aber das kann das Gehirn nicht so gut verarbeiten. Besser wäre die Umkehrung, Geld ist sauber. Ich weiß nicht, welches Gefühl das in dir jetzt auslöst. Denkst du an die vielen Hände, die das Geld angefasst haben und mit Bakterien versetzt haben, das Geld ist schmutzig? Nun, aber ich lade dich ein, einfach mal diesen Gedanken zu Ende zu denken. Geld ist sauber. Sicherlich ist das für dich noch ein bisschen ungewohnt, so wie ein neuer Anzug, der nicht sitzt, wenn du diesen Glaubenssatz einfach umkehrst. Vielleicht gibt es Widerstände. Deshalb lädt jetzt Byron Katie als nächstes ein, auf diese neue Tischplatte auch Tischbeine drunter zu setzen, also Argumente, Gründe zu suchen, warum könnte es sein, dass Geld sauber ist. Der erste Grund ist, Geld ist deshalb sauber, weil Menschen, die es freiwillig gegeben haben. Geld ist deshalb sauber, weil du deine Lebenszeit dafür investiert hast, dass du von anderen Menschen Geld bekommst, wofür andere ihre Lebenszeit gegeben haben. Geld ist deshalb sauber, weil ein Schummeln wie früher auf Wagen mit Gewichten nicht mehr manipuliert werden kann, sondern du kannst dir sicher sein, dass wenn du jemandem 10 Euro gibst und dafür eine Leistung bekommst, dass du umgekehrt auch diese gleichen Verhältnisse, die gleiche Maßeinheiten wieder zurückbekommst. Und das vierte Argument ist, dass Geld an sich völlig neutral ist. Das ist ein Speicher von Leistung, von Lebenszeit. Und nur der Anwender entscheidet, ob Geld schmutzig oder sauber eingesetzt werden kann. Ob du damit Waffen kaufst oder ob du damit Bedürftige unterstützt, ob du damit Firmen aufbaust, neue Arbeitsplätze schaffst oder andere Werte schaffst. Die Aufgabe ist es also, nicht nur das, was du glaubst, in Frage zu stellen, sondern dich einfach auszuprobieren, wie in einem Kleidungsgeschäft, wenn du ein neues Kleid oder einen Anzug kaufst, dass du es anprobierst, dich vom Spiegel stellst und dann überprüfst, ob dir das steht. Und genau das ist auch die Umkehrung von dem Gegensatz des Glaubenssatzes, der dann mit den entsprechenden Beweisen und Argumenten dich in eine völlig neue Welt, in eine freie Welt, wie du sie früher als Kind zuletzt hattest, wieder führen kannst. Und du kannst feststellen, auf dieser Freiheit, wenn du von außen auf dein Gefängnis guckst, dass du sagst, wie, das habe ich früher geglaubt, so ein Schwachsinn, wie kann man so etwas nur glauben? Und du erkennst völlig neue Welten, neue Ideen und damit auch neue Möglichkeiten. Nun, als Unternehmer, als Selbstständiger, als Gründer hast du genau diese Aufgaben vor dir. Du siehst dich ständig mit neuen Limitationen und Glaubenssätzen konfrontiert. Nehmen wir zum Beispiel nur das Finanzamt. Ist es gut oder ist es schlecht, dass es Finanzamt gibt? Die Steuern, die Vorsteuer, Umsatzsteuer, Voranmeldung, all das sind bei den meisten Menschen erstmal Limitationen, die ungünstige Gefühle erzeugen. Und schlechte Gefühle sorgen dafür, dass du in Stress kommst, dass du in den Selbstschutz verfällst, dass du andere nicht mehr als Freund, als Mensch, als Miteinander bewertest, sondern als Feind und dann auch so behandelst. Und damit schadest du dir selbst am meisten, wenn dein Zustand in Abwehr, in Kampf verfällt. Die Aufgabe, die du als Gründer, als Unternehmer hast, ist gar nicht so allzu sehr gegen Mitbewerber zu kämpfen oder gegen Marktveränderungen oder den Kunden optimal zufriedenzustellen, deine Produkte bestmöglich herzustellen. Nein, der Hauptkampf, den du hast, ist der Kampf gegen deine Limitationen aus deinem Herkunftssystem.
die Freiheit zu bekommen. Und deshalb lohnt es sich auch, sich selbstständig zu machen, Gründer, Unternehmer zu werden und in alle Gebiete des Lebens vorzustoßen und vor allen Dingen alles einmal in Frage zu stellen. Nun, alles in Frage stellen bedeutet nicht, dass du alles verwirfst. Nein, es geht darum, dass du alles in Frage stellst, überprüfst, entweder für gut befindest und beibehältst oder dich für einen neuen, besseren Glaubenssatz entscheidest, der dir Freiheit gibt, der Befreiung gibt, der dich von Limitationen befreit, die zwischen dir und deinem Ziel stehen, wo also Möglichkeiten der Umsetzung gegeben sind. Solltest du nun Fragen haben, wie du diesen Weg gehen kannst, solltest du eine Reflexionsperson haben, einen Coach, einen Berater brauchen, der immer wieder die unbequemen Fragen stellt, auf die du selbst nicht kommst oder die du vielleicht selbst nicht stillen willst, dann kannst du gerne einen Gutschein nutzen für ein kostenfreies Erstgespräch. Denn wir haben nicht nur Unternehmensberater, sondern viele gute Coaches bei uns auch im Team, die dich dabei begleiten. Gerne aber kannst du jetzt auch den Kanal abonnieren oder uns weiterempfehlen. Ich wünsche dir viel Erfolg auf deinem Weg in deine Freiheit. Dein Daniel Schäfer. Vielen Dank, dass du dieses Video zu Ende geschaut hast. Gerne darfst du diesen Kanal abonnieren oder auch weiterempfehlen. Möchtest du gerne ein Erstgespräch haben, um deine Fragen zur Gründung, Finanzierung oder beruflichen Entwicklung zu klären, so findest du hier auf dieser Seite einen Gutschein. Mit diesem kannst du ein kostenfreies Erstgespräch vereinbaren, 45 Minuten an der Dauer, entweder in Berlin, in meiner Beratungspraxis oder auch gerne am Telefon. Bis zum nächsten Mal.